Hallöchen, auf so ein qualitativ hochwertiges Video habt ihr bestimmt monatelang gewartet. Ihr seht hier im Hintergrund meinen Fuß. Der ein oder andere hatte sich vermutlich schon gedacht, mein Laptop hat jetzt komplett den Geist aufgegeben. Ich kann ihn noch anschalten. Das war es dann aber auch schon. Wolltest du auch mal Hallo sagen? Ja. Das Kartenlesegerät funktioniert mittlerweile auch nicht mehr. Heißt, ich kann die Videos gar nicht auf meinen Laptop ziehen und dementsprechend dann auch nicht bearbeiten. Guck mal. Was ist das? Ein Löwe. Ein Löwe. Ich dachte mir auf jeden Fall, ich melde mich mal wieder nach langer, langer Zeit und gebe euch ein kleines Update, wie es bei uns so aussieht, was es so Neues gibt. Ich habe eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, obwohl, ja, glaube ich, mittlerweile Monate vergangen sind. Der Zwerg ist jetzt einfach schon über ein halbes Jahr alt. Ich kann das immer noch nicht glauben. Er ist einfach über ein halbes Jahr alt. Wann ist das passiert? Das ist so verrückt. Er ist auch einfach so groß geworden. Ich habe schon zwei aussortierte Kartons mit Klamotten, die einfach schon zu klein sind. Das macht mich schon ein bisschen wehmütig, ne? Du bist so groß geworden. Wann ist das passiert? Ja, was haben wir so gemacht die letzte Zeit? Wir waren zweimal in der Heimat für jeweils eine Woche. Haben da so ein bisschen das gute Wetter genossen. Der Sommer hier im Norden war ja nicht so überrauschend. Überrauschend. Ich wollte überragend und berauschend sagen. Überrauschend war der nämlich nicht hier im Norden. Dementsprechend haben wir die Zeit da so ein bisschen genossen. Und dann waren wir noch eine Woche auf Rügen. Das hatten wir ja schon im letzten Jahr weit vor Corona gebucht. Wir hatten so ein bisschen Bammel, ja, da ganz viele ja auf Urlaub innerhalb von Deutschland durch Corona umgestiegen sind. Aber das war vollkommen. Also, es war ganz anders, als ich gedacht hätte. Es war super ruhig, jedenfalls da, wo wir uns so rumgetrieben haben. Ja, wir sind halt auch so aktivere Urlauber, würde ich mal sagen, die viel spazieren gehen und wandern gehen. Und im Sommer ist auf Rügen, glaube ich, eher so Strandurlaub angesagt. Wir waren dann halt eher bei schlechterem Wetter am Strand dementsprechend. Ja, waren wir gefühlt manchmal auch einfach alleine. Ja, ansonsten haben wir einfach die Zeit genossen. Ich habe dem Zwerg gefühlt beim Wachsen zugeguckt. Und ja, sonst haben wir nicht viel gemacht. Die letzten Tage sind wir auch nur zu Hause gewesen. Der Zwerg hat sich seine erste Erkältung eingefangen. Ich habe mich dann natürlich auch gleich mit angesteckt. Und ja, wir kurieren uns jetzt so ein bisschen aus und hoffen, dass es ganz bald wieder besser ist, ne, Zwergi? Er hatte dann letzte Woche auch das erste Mal Fieber. Zum Glück nur einen Tag, dann war es auch schon wieder weg. Er will so gerne zur Kamera. Und ja, ansonsten gibt es nicht so großartig viel Neues zu berichten. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit hier so rüber gucke. Ja, ich habe mir jetzt so ein Programm aufs Handy geladen und ein Kartenlesegerät fürs Handy bestellt, auch für Fotos. Und ich schaue mal, inwiefern ich das gleich da irgendwie zusammenbasteln kann und wie ich das dann auch hochladen kann. Das habe ich mit dem Handy jetzt auch noch nicht gemacht. Mich hatten auch einige. Oh nein! Oh nein! Mich hatten auch einige auf Instagram angeschrieben und gefragt, wie es denn so aussieht und wann mal wieder ein Video kommt. Und ich habe dann auch ehrlich geantwortet und habe halt auch gesagt, dass ich habe das in den Videos, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass ich manchmal YouTube so ein bisschen. Oh, einen Moment. Ich hole mal ein Spielzeug. Ha? Guck mal. Guck mal. Ich habe dann gesagt, dass ich YouTube manchmal so ein bisschen undankbar einfach finde. Man macht sich wirklich viel Mühe und gerade mit meinem Laptop hat es teilweise wirklich Stunden gedauert, so ein blödes Video zu bearbeiten.
Und so das einzige Feedback, was man bekommen kann, ist halt über die Kommentare. Und dann hat man unter einem Video drei oder vier Kommentare. Und dann ist davon am besten noch einer blöd. Und dann, ja, ist es irgendwann einfach sehr frustrierend. Genau. Aber ich dachte mir, seid ihr nicht jeder von euch Instagram, dass ich euch nochmal so ein bisschen auf dem Laufenden halte. Mich nochmal zeige, uns geht super, außer der Erkältung. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Und dann, ja, wenn das alles so klappt, werden wir vermutlich uns öfter wiedersehen. Bis dann!